gibt das Wort. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch ich finde das sehr kritikwürdig, was Kollegin Haselmann gerade angesprochen hat, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir heute eine Sofortabstimmung durchführen sollen zu diesem Tagesordnungspunkt, den ich für sehr beratungswürdig halte. Und ich auch der Meinung wäre, dass dieses ein Thema wäre, das sehr wohl im Ausschuss noch zusätzlicher Vorschläge und Anregungen bedürft hätte. Und wir hätten sicherlich auch aus dem Antrag der Regierungskoalition vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, wenn Sie uns diese Möglichkeit gegeben hätten, wirklich mit den Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern im Ausschuss zu beraten. Weil ich glaube schon, es gäbe durchaus an der einen oder anderen Stelle noch Möglichkeiten, was zu verbessern im Antrag der Koalition. Warum reden wir heute über die Deutsche Lebensmittelbuchkommission und das Deutsche Lebensmittelbuch? Erstens, weil die Grüne Woche beginnt. Sonst hätten wir diesen prominenten Aufsetzungstermin heute nicht. Zweitens, weil seit Jahren heftige Kritik von Verbraucherinnen und Verbänden an der Arbeit dieser Einrichtung geübt wird. Und zwar sehr wohl, sehr berechtigte Kritik. Was ist denn eigentlich diese Deutsche Lebensmittelbuchkommission? Eine paritätische Zusammensetzung von 32 Vertreterinnen aus Wissenschaft, aus der Lebensmittelüberwachung, aus Verbraucherverbänden und der Wirtschaft. Jo, und wie sieht diese Arbeit dieser Kommission aus? Sie soll beraten, was für die Verkehrsbezeichnung von Lebensmitteln sinnvoll ist, damit Verbraucherinnen und Verbraucher möglichst nicht getäuscht werden. Ein Problem haben wir dabei allerdings, dass diese Kommission mehr oder weniger durch die Lebensmittelwirtschaft ständig blockiert wird in ihren Entscheidungen, weil diese 8 Vertreter dieser Lebensmittelwirtschaft haben die Möglichkeit, dieses Konsensprinzip, das diesem Gremium auferlegt ist, dadurch zu unterlaufen, dass sie gegen alles sind, was eigentlich eine Verbraucher, also eine ehrliche Verbraucheraufklärung beinhaltet. Warum heißt Kalbsleberwurst Kalbsleberwurst, obwohl weder Leber drin ist und nur ein kleiner Anteil Kalb? Viele alte Menschen verlassen sich natürlich darauf, dass Kalbfleisch natürlich für ihren Cholesterinspiegel weitaus besser ist wie Schweinefleisch. Aber in dieser Kalbsleberwurst ist 85% Schwein drin. Bitte schön, was ist daran tatsächlich ehrlich? Und da muss ich doch echt sagen, da helfen doch diese Leitsätze nicht, wenn es hier eine richtige Blockadehaltung dann auch von Wirtschaftsvertretern gibt. Es gibt keine Transparenz in diesem Gremium. Nichts wird öffentlich gemacht. Es gibt keine Protokolle. Was soll das? In einem Zusammenhang, wo wir auf der einen Seite loben, Lebensmittelklarheit und Wahrheit, hier gibt es ein Portal, da dürfen sich die Verbraucherinnen und Verbraucher beschweren. Prima. Und was wird dann draus? In dem Gremium der Deutschen Lebensmittelbuchkommission spielt es ja alles keine Rolle, weil es geht nicht darum, was die Verbraucher erwarten. Es geht darum, was ist die allgemeine Verkehrsauffassung. Und da haben sich halt leider bisher doch die Wirtschaftsvertreter sehr viel stärker durchgesetzt. Also dieses absurde Kalbsleberwurst habe ich Ihnen ja gerade schon erklärt. Es ist Kalb drin, wunderbar. Bisher waren es 13%, jetzt müssen es 15% sein. Na prima. Gut, also mehr Klarheit für Verbraucherinnen und Verbraucher finden die Damen und Herren, die sich dafür interessieren, auf der Rückseite in 0,8 mm großer Schrift. Und das lesen natürlich alle Konsumentinnen und Konsumenten während dem Einkaufen nebenher. Aha, 0,8 mm, ich habe meine Lupe heute vergessen, so ein Pech. Also von daher, es muss vorne draufstehen, was drin ist, und nur dann wird es wirklich Wahrheit und Klarheit. Und deshalb muss ich noch mal sagen, die Sofortabstimmung heute halte ich für völlig daneben. Also, das ist der eine ganz große Kritikpunkt, weshalb wir uns auf jeden Fall enthalten werden, obwohl ich zugestehe, dass in Ihrem Antrag durchaus Ansätze drin sind, die wir unterstützen können. Also Ihre Analyse teile ich, ja? Nur
leider, was dann draus wird, wird wieder das Problem. Es sollte, es könnte, wäre schön, wenn. Das ist dann die Konsequenz. Und da würde ich mir wünschen, dass wir daraus eine Verbindlichkeit machen. Es würde ganz anders aussehen, wenn Ihre Forderungen, also als klares Ziel für das deutsche Lebensmittelbuch zu definieren, bedeuten würde, um die Arbeit des DLMBK zu erleichtern, ist die Zielsetzung der Leitsätze klarzustellen. Der Anspruch der Verbraucherinnen und Verbraucher auf Wahrheit und Klarheit soll prägende Wirkung für die Leitsätze entfalten. Soweit d'accord. Diesem Ziel entsprechend sollten in die Gruppe der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch Verbraucherforscher berufen werden. Warum heißt da nicht werden berufen? Dann heißt es, Verfahren zu vereinfachen und zu verkürzen zur Erhöhung der Effizienz der Arbeit der DMK, sollte die Arbeit der ehrenamtlichen Kommissionsmitglieder aufgewertet werden. Es sind so viele Solltes in Ihren Zielen drin, in Ihren Vorschlägen. Da muss ich einfach sagen, ich wünsche mir, dass wir daraus Verbindlichkeit machen. Dann wird ein Schuh draus. Dann können wir auch drüber reden. Was Sie leider völlig außen vor lassen, ist der Umstand, dass es ja wohl auch andere Vorschläge gibt. Und das möchte ich jetzt heute einfach der Vollständigkeit halber auch mal erwähnen. Es gibt durchaus Vorschläge von Verbraucherorganisationen wie Foodwatch, die sagen, eine Überlegung wäre tatsächlich diese Buchkommission aufzulösen und zu sagen, wir siedeln diese Arbeit, diese Aufgabe beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit an. Es wäre nach meinem Dafürhalten auf jeden Fall ein Vorschlag, der bedenkenswert ist und wo wir uns mal Gedanken darüber machen sollten. Weil ich sehe ein Problem. Nach wie vor haben wir es mit einem ehrenamtlichen Gremium zu tun. Und ich sage es mal so, außer den 8, die da von der Wirtschaft gestellt werden, müssen das alle anderen neben ihrer eigentlichen beruflichen Tätigkeit hermachen oder von nicht gewinnorientierten Organisationen dafür abgestellt werden. Also diese anderen außer den 8 haben es wesentlich schwerer, weil die 8, die von ihren Betrieben bezahlt werden, für die ist das natürlich kein Problem. Aber alle anderen, die wirklich ehrenamtlich arbeiten, die müssen gucken, wie sie die Zeit aufbringen. Und ich behaupte, in einer Zeit, wo Lebensmittel überwiegend mittlerweile als Fertigprodukte auch konsumiert werden, dafür dann auch die Überprüfung stattfinden muss, da sind Ehrenamtliche ganz schön gefordert. Also die Überlegungen von Foodwatch halte ich für berechtigt und da sollte man durchaus auch im Ausschuss noch mal drüber nachdenken. Für mich ist eines ganz klar, diese Forderung, die jetzt sehr wohl auch im Koalitionsantrag drin ist, ich muss jetzt gerade bloß schön suchen, dass die, Moment, wie heißt es? Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, zeitnah Vorschläge zur Reform des deutschen Lebensmittelbuchs und der Deutschen Lebensmittelbuchkommission vorzulegen, kann ich nur begrüßen, unterstreiche ich. Aber dann kommt's, Ziel muss es dabei sein, die Akzeptanz der Verbraucherinnen und Verbraucher für die Leitsätze des DLMB, also des Deutschen Lebensmittelbuchs, zu erhöhen. Ich muss die Akzeptanz der Verbraucherinnen erhöhen für diese Leitsätze, wo wir ja am Beispiel Kalbsleberwurst festgestellt haben, wie sinnvoll die sind. Dafür muss ich die Akzeptanz der Verbraucherinnen erhöhen. Verstehe nicht. Ich glaube, umgekehrt wird ein Schuh draus. Die Leitsätze müssen sich an dem orientieren, was die Verbraucherinnen und Verbraucher für eine Erwartungshaltung haben. Das ist doch der Sinn und Zweck. Ich muss doch den Verbraucherinnen die Möglichkeit geben, wirklich sich danach zu entscheiden, wie sie auch aufgestellt sind. Und letztendlich sind die Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher, dass das draufsteht, was drin ist. Und es ist bisher nicht so, obwohl es 2000 Leitsätze gibt. Oder wie Frau Konnemann gesagt hat, 21 Leitsätze zu 2000 Lebensmitteln. Ja, aber man sieht doch ganz deutlich, dass das nicht der Erwartungshaltung entspricht. Und deshalb muss genau umgekehrt angesetzt werden. Wir müssen erreichen, dass diese Leitsätze dem entsprechen, was Verbrauchererwartung und was auch Verbraucherverbände erwarten. Und deshalb ist für mich extrem wichtig, dass mit dieser Reform ganz klar auch ein Verbandsklagerecht erfolgt.
eingeräumt wird. Ich bin auch dankbar, dass die Grünen einige Punkte aufgegriffen haben, weil ich denke, die Bezeichnung eines Lebensmittels hat ganz viel auch mit der Lebensmittelkennzeichnung zu tun. Und auch darüber sollte im Zusammenhang mit dieser Reform nachgedacht werden. Ich erwähne nur die Lebensmittelampel und andere Dinge. Auf jeden Fall sollten wir ganz dringend rangehen und dann auch eine Evaluierung machen, was bringt's und ob wir nicht vielleicht doch eine ganz andere Lösung finden können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollegin Binder. Nächste Rednerin.